Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video dreht sich alles um Custom Content für Kinder. Viel Spaß! Wie schon gesagt, in diesem Video dreht sich alles um Custom Content für Kinder. Und in diesem Video werde ich euch jetzt 4 verschiedene Creator vorstellen. Wenn du dich mit Custom Content übrigens noch nicht so gut auskennst, ist das gar kein Problem. Ich habe einen Guide gemacht, in dem ich alles Schritt für Schritt erkläre. Den blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Dann gehe ich jetzt einfach einmal davon aus, dass du mit den Basics schon vertraut bist und wir beginnen gleich mit der ersten Creatorin. Die erste Creatorin, die ich euch heute vorstelle, die nennt sich Pauluna. Und zwar steckt dahinter eine deutsche Simmerin namens Pauline. Pauluna fokussiert sich auf jeden Fall auf Create-a-Sim-Items und zwar auf Outfits für Kinder und Kleinkinder. Und da sind wirklich jede Menge wunderschöne Sachen dabei. Bevor ich euch jetzt ihre Webseiten zeige, noch einen ganz kleinen Tipp von mir. Damit mein Custom Content immer gut sortiert ist, benutze ich ein kostenloses Programm namens Sims 4 Mod Manager. Ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein, in dem ich ganz genau erkläre, wie dieser funktioniert. Aber gut, dann schauen wir jetzt gleich auf ihren Webseiten vorbei. Und hier sehen wir schon den Tumblr-Blog von Pauluna. Und hier sehen wir eben schon ihre neuesten Kreationen. Ihr Fokus liegt eindeutig auf Create-a-Sim-Items für Kinder und Kleinkinder. Und hier erhalten wir eben schon einen kleinen Einblick in die Dinge, die sie kreiert. Hier sehen wir jetzt ihren Patreon-Blog. Wie immer habe ich einen Filter aktiviert, dass wir eben nur die kostenlosen Inhalte sehen. Und hier sehen wir eben noch einmal ihre neuesten Kreationen. Sehen wir uns am besten einmal dieses Lisa-Set genauer an. Dieses ist eben für die Altersstufe Kind geeignet. Es ist ein Oberteil und ein Unterteil dabei. Es ist grundsätzlich weiblich, aber auch unisex geeignet. Es ist Basegame-kompatibel und es gibt eben 20 bzw. 16 verschiedene Farben und Muster. Und hier erhalten wir dann auch schon einen Einblick, wie das Ganze dann im Game aussieht. Hier haben wir das erste Bild. Am zweiten Bild sehen wir dann das Oberteil noch ein wenig genauer. Am dritten Bild sehen wir die Hose genauer. Dann sehen wir hier noch eine andere Farbe und auch hier eine andere Farbe des Oberteils. Und was ich besonders cool finde, hier hat sie auch noch ein GIF beigefügt, wo man alle verschiedenen Muster und Farben des Oberteils sieht. Gut, dann schauen wir uns ihre Kreationen am besten gleich einmal im Spiel an. Wie auch bei meinen anderen Videos über Custom Content bin ich heute bei meiner Familie Sisi und hier sehen wir unsere liebe Marie. Wer von euch meine anderen Custom Content Videos schon gesehen hat, dem wird vermutlich auffallen, dass sie ein wenig anders aussieht, denn ich musste sie jetzt natürlich zum Kind zurückaltern, damit ich euch die Custom Content Inhalte zeigen kann. Aber gut, dann schauen wir gleich einmal bei den Oberteilen vorbei. Mir ist tatsächlich erst jetzt aufgefallen, dass Pauluna für Kinder gar nicht so viele Inhalte hat, wie ich gedacht habe. Ihr Fokus liegt nämlich auf Kleidung für Kleinkinder, aber das werde ich euch in einem anderen Video zeigen. Oberteile gibt es 2 verschiedene. Da haben wir einmal dieses. Und wie wir sehen, gibt es das T-Shirt auch in unterschiedlichen Ausführungen. Einerseits einfärbig, also zum Beispiel hier oder hier oder hier. Außerdem gibt es das Ganze noch mit kleinen Objekten. Da steht hier zum Beispiel Sulzul drauf. Hier ist ein Schmetterling oben, hier haben wir ein kleines Herz und dann gibt es aber auch noch Versionen mit einem Farbverlauf. Also zum Beispiel hier oder dieses hier oder dieses hier oder das. Und das zweite Oberteil haben wir ja schon auf ihrer Patreon-Seite gesehen. Das ist dieser Pullover und auch diesen gibt es eben in unterschiedlichen Farben und Ausführungen. Dann lasse ich hier diesen Pullover jetzt einfach an und wir schauen gleich bei den Hosen vorbei. Auch hier gibt es 2 verschiedene Objekte, da haben wir einmal diese Hose, auch die haben wir ja schon auf ihrem Patreon gesehen. Und dann gibt es noch eine kurze Hose, das ist diese und auch die gibt es in diversen Farben. Bei dieser Creatorin werden wir jetzt nicht bei den Jungs vorbeischauen, weil es im Endeffekt genau das gleiche ist. Stattdessen machen wir jetzt einfach mit dem zweiten Creator weiter. Der nächste Creator, den ich euch vorstelle, der ist unter dem Namen QICC bekannt. Und zwar steht das für Quirky Introvert Custom Content Creator. Hinter diesem Pseudonym steckt ein Simmer namens Arkos oder Arkosch. Ich habe leider keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Sorry. Auf jeden Fall, auf diesen Creator hat mich die liebe Annie auf meinem Discord-Server aufmerksam gemacht. Falls du dieses Video siehst, danke noch einmal, ich finde ihn absolut großartig. Auf meinem Discord-Server werde ich in Kürze übrigens auch eine Liste mit guten Custom-Content-Creatern zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es dort bereits meinen Cheat-Guide und eine Liste mit Mods mit jeder Menge deutschen Übersetzungen von mir, die du wirklich nur dort finden kannst. Den Link findest du hier in der Videobeschreibung. Aber jetzt mehr zum Creator.
Hier sehen wir jetzt seinen Tumblr-Blog und jede Menge seiner neuesten Kunstwerke. Übrigens, seine Kreationen könnt ihr nicht nur auf Patreon runterladen, sondern auch auf der Sims Resource. Hier haben wir jetzt seine Patreon-Seite und ich habe natürlich wieder nach kostenlosen Inhalten gefiltert. Wie gesagt, sein Fokus liegt eindeutig auf Frisuren und am Bild erhaltet ihr dann auch immer mehr Informationen. Zum Beispiel hier sehen wir, diese Frisur nennt sich Jennifer Hair. Sie ist mit dem Basisspiel kompatibel, man kann sie auch mit Hüten kombinieren. Die Frisur ist für die Altersstufe Teenager bis Senioren gedacht und es gibt 24 unterschiedliche Farben. Seine neuesten Frisuren sind übrigens meistens nur ab dem Teenageralter vorgesehen. Wenn ihr Frisuren für Kinder sucht, müsst ihr ein wenig nach unten scrollen. Aber gut, schauen wir uns das Ganze dann gleich einmal in-game an. Und wieder sind wir bei meiner Familie Sisi und hier sehen wir jetzt Kim. Er bietet einige unterschiedliche Frisuren für Kinder an und ich hätte gedacht, wir klicken uns da jetzt am besten durch. Wie man gut sehen kann, es sind wirklich jede Menge unterschiedliche Frisuren dabei und ich finde die meisten davon wirklich absolut großartig. Aber dann schauen wir jetzt noch ganz kurz bei den Männern vorbei. Hier sind wir jetzt wieder bei Michael, auch er musste dafür jetzt kurz wieder zum Kind werden und dieser Creator bietet 3 unterschiedliche Frisuren für Jungs an. Hier ist die Auswahl zwar nicht sonderlich groß, aber ich finde alle 3 wirklich sehr schön. Und der dritte Creator auf meiner Liste, der nennt sich Simkos. Im Grunde liegt sein Fokus auf Create-Sim-Items, aber in Wirklichkeit kann man bei ihm wirklich alles finden. Ich habe von ihm aber tatsächlich hauptsächlich Outfits in meinem Spiel. Bevor wir uns seine Websites jetzt genauer ansehen, falls dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren. Auf diesem Kanal kommen nämlich 2-mal die Woche Videos über die Sims. Gut, und dann schauen wir jetzt bei seinem Tumblr-Blog vorbei. Hier sehen wir jetzt einen kleinen Überblick von seinen Kreationen. Wie man sieht, er linkt überall auf seine Patreon-Seite und deshalb werden auch wir jetzt gleich einmal auf seinem Patreon vorbeischauen. Und hier haben wir jetzt die Patreon-Seite von Simkos. Wie man sieht, er bietet wirklich unterschiedlichste Dinge an. Hier haben wir zum Beispiel eine Kollektion aus Sportkleidung. Und wenn wir weitergehen, sehen wir, dass er sich hier auch an einer Frisur für Kinder versucht hat. Und hier eben auch noch jede Menge weitere Outfits für Kinder. Und dann schauen wir uns seine Sachen am besten gleich einmal im Spiel an. Und wieder sind wir bei meiner Familie Sisi und hier sind wir jetzt Hannah. Wie wir auf der Patreon-Seite von Simkos gesehen haben, hat er ja auch eine Frisur für Kinder und zwar ist das diese. Die gibt es einmal in dieser Version und einmal in dieser. Aber wie gesagt, hauptsächlich habe ich Kleidung von ihm in meinem Spiel und die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Beginnen wir am besten bei den Oberteilen. Simkos hat nämlich wirklich jede Menge verschiedene Kleidung für Kinder. Und was ich hierbei so toll finde, bei vielen Objekten gibt es nicht nur einfärbige Versionen, sondern auch Versionen mit Mustern oben oder mit Motiven. Also wie hier zum Beispiel diese beiden. Dann gibt es auch noch jede Menge unterschiedliche Jacken und Westen und Pullover, aber auch noch ganz schlichte T-Shirts. Also wie ihr seht, bei ihm findet ihr wirklich alles. Dann werde ich jetzt diese Jeansjacke anziehen und dann schauen wir noch kurz bei den Hosen vorbei. Auch bei der Beinbekleidung gibt es sehr viel Auswahl. Es gibt kurze Hosen, es gibt lange Hosen, es gibt Röcke. Also es ist wirklich alles dabei, was man sich wünschen kann. Und eine Sache, die den Creator noch großartiger macht, Simkos macht auch jede Menge Schuhe für Kinder. Also wie wir sehen können, hier gibt es jede Menge unterschiedliche Schuhe für Kinder. Bei Michael brauchen wir bei diesem Creator übrigens auch nicht vorbeischauen, denn die gesamte Kleidung ist als Unisex gekennzeichnet. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Creator auf meiner Liste. Ihr Name ist Madeline. Falls dir dieser Name bekannt vorkommen sollte, sie ist eine der Creatorinnen, die ich in meinem Video über Max's Match Outfits vorgestellt habe. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, ich blende es dir jetzt hier rechts oben ein. Auf jeden Fall gibt es bei Madeline jede Menge Create Sims Items zu finden, vor allem Outfits und Schuhe. Aber schauen wir am besten gleich auf ihrem Tumblr-Blog vorbei. Hier sehen wir jetzt ihren Tumblr-Blog. Ich habe ja bereits in meinem anderen Video davon geschwärmt. Ich liebe einfach alles daran. Ganz oben kann man die Objekte zum Beispiel filtern und wenn wir jetzt hier auf Kids gehen, dann sehen wir hier jetzt eben alle Objekte, die für Kinder vorgesehen sind. Wie bereits gesagt, es gibt hier hauptsächlich Schuhe und Klamotten. Und auch ihre Sachen könnt ihr ganz einfach auf Patreon downloaden. Hier haben wir jetzt ihre Patreon-Seite und das sind eben ihre neuesten Kreationen. Sehen wir uns einmal dieses Outfit genauer an. Und zwar hier sehen wir, das Outfit nennt sich Cassie. Es ist sowohl für Kleinkinder als auch für Kinder verfügbar und es gibt es in diesen unterschiedlichen Farben.
Und am zweiten Bild sehen wir, wie es eben in den unterschiedlichen Farben aussieht. Aber dann sehen wir uns ihre Kreationen jetzt am besten gleich einmal im Spiel an. Nun sind wir wieder bei Kim und schauen wir uns am besten gleich einmal die Oberteile an. Und zwar von Madeline gibt es folgende Oberteile für Kinder. Wie man sieht, es ist alles unglaublich detailreich und ich liebe einfach alles daran. Beinbekleidung für Kinder gibt es bei ihr tatsächlich keine, dafür gibt es jede Menge Kombinationen. Ich klicke mich da jetzt einfach schnell durch. Wie ihr seht, es gibt wirklich jede Menge unterschiedliche Kombinationen von ihr. Ihre Kreationen würde ich übrigens nicht eindeutig als Max's Match einstufen. Ich finde, es ist schon fast eine Kombination aus Max's Match und Alpha. Und nun schauen wir noch ganz kurz zu den Schuhen. Hier gibt es eben folgende. Wie versprochen, bei dieser Creatorin kommen auch die Schuhe von Kindern nicht zu kurz. Auch bei dieser Creatorin sind die meisten Teile unisex, aber es gibt ein paar Kombinationen, die es wirklich nur bei den Jungs gibt. Zum Beispiel das hier oder das hier. Aber wie ihr seht, es gibt eben auch jede Menge, die sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen großartig aussehen. Und auch hier gibt es ein paar Schuhe. Und wie wir sehen, sind auch hier die meisten Schuhe unisex, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann sind diese eben nur für Jungs vorgesehen. Und das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Creator vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Und an dieser Stelle freue ich mich natürlich über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!